Alle Mann vor Bord, da sonst die drei Süßwassermatrosen Sillas von oben schnell einen Prozess mit uns machen. Die lieber sicher vom Wasser aus abknallen. Mit dem Boot ist sowieso noch kein Weiterkommen, weil das Tor vor uns den Weg versperrt. Zuerst müssen wir von unserem Schiffchen auf die rechte Plattform springen und den Schalter betätigen. Und erst dann bewegt sich das Fluttor. Aber nun nicht gleich voreilig vorantuckern, denn hier gibt's bereits unser erstes Secret. Von den Kisten hier springen wir auf das auf- und zugehende Tor und von dort aus ins linke Fenster. Schnappt euch den Kevlar, wenn nötig, sprengt die Wand vor euch auf und ballert auf den Schalter, dann habt ihr Zugang auf diesen blauen Raum mit drei Kabinetten, die schöne Spielzeuge enthalten. Mit dem Schalter geht's wieder nach draußen, wir nehmen ein Bad und folgen dem Wasserlauf und das Boot brauchen wir eigentlich nicht mehr. Sind die Fische erledigt? Warten noch mindestens drei Geister unter Wasser und ich kill die, die mir gerade zufällig vor die Flinte schwimmen, der Rest ist mir erstmal egal. Die Ninjas dort oben könnt ihr jetzt schon erledigen, muss aber nicht. Denn später kommen wir natürlich noch auf den imposanten Frachter und metzeln nach Lust und Laune. Empfehlen würde ich allerdings ein paar Granaten nach links oben zum Eingang der Lagerhalle, dann haben wir nämlich ein Amazonenproblem weniger. So, bevor wir auf Deck gehen, tauchen wir erst nochmal unter. Da kommen die Nachzügler, auch die bediene ich gerne. Ansonsten peilt dieses Loch im Kutter an und taucht auf, um eine Uzi, Health und Sticky Bombs zu holen. Kein offizielles Secret. Im Rumpf des Schiffes ist noch ein zweites Loch und da müssen wir rein, um voranzuschreiten. Vorsicht beim Auftauchen, da warten schon heißblütige Amazonen auf uns. Allerdings gibt es in diesem überfluteten Raum auch ein Fortune Cookie. Tolle Atmosphäre hier übrigens unter Deck mit den halten Soundeffekten und Lichtspielereien. So, sind alle Gegner erledigt, stehen wir wieder mal vor einer verschlossenen Tür. Die öffnen wir, indem wir einige Schalter drücken und den manuellen Öffner betätigen. Aber Achtung, das überfordert allerdings die Maschinen und die ganze Putze haut's in die Luft. Es gibt nur eine Stelle, wo wir nicht in Stücke gerissen werden und die ist hier. Also warten und die Lightshow genießen. Nachdem sich die Lage beruhigt hat, eröffnet sich uns ein neuer Schalter. Den drücken wir, um in den nächsten Raum zu kommen. Dort an einer ganz bestimmten Stelle untertauchen, dann finden wir auch schon unser zweites Secret mit einem Medkit. Im nächsten Raum würde ich ganz schnell nach links hinten laufen, sodass euch die Gegner nicht flankieren können. Denn sowohl Ninjas als auch die gentechnisch überzüchtete Klapperschlange wollen euch ans Leder. Ich nehme mir normalerweise zuerst immer die Ninjas vor und dann das schleimige Gewürm frontal mit ein paar Raketen. Gut, wir springen auf die treibenden Kisten und öffnen das Kabinett mit dem Missile Launcher. Bei der Schalterkombi drücken wir die beiden rechten Knöpfe und erzeugen damit einen Strudel im Wasser, mit dem wir wieder nach draußen kommen. Vorher allerdings holen wir uns die rote Keycard, die liegt beim Schlangenkadaver. Und wenn wir nochmal auf die treibende Kiste springen, können wir dort hinten den Vorsprung mit zwei Health Kits erreichen, spare ich mir aber jetzt, weil ich sie nicht brauche. Stattdessen springe ich auf den Vorsprung links und von dort geht's auf Kisten mit Uzi Clips und Glückskeks. So, jetzt aber durch den Sprudel der Zeit nach draußen. Und da ist auch der letzte Geist, den wir schnell abservieren. Und dann tauchen wir auf und nehmen die Leiter zu Sillas Lagerhalle. Denn die können wir jetzt nämlich mit der roten Schlüsselkarte öffnen. Dahinter mehrere nervende Ripper, die hier im Dunkeln manchmal sogar ziemlich schwer zu erkennen sind. Na, wo versteckt sich der letzte? Ah, hier ist er. So, vor uns wieder eine verschlossene Tür, die wir zuerst per Schalter aufmachen müssen. Dazu drücken wir den Knopf an der Wand, der eine Plattform nach oben fährt, mit Hilfe der wir nach etwas fickrigem Platforming den Türschalter erreichen. Hier oben gibt es übrigens rechts noch einen Medkit. Der folgende Raum ist wahrlich haarig. Ich renne da immer zuerst im Turbo-Mode rein, drück den Lichtschalter und verpiss mich wieder. Dann muss ich gegen die ersten Ninjas zumindest nicht im Dunkeln kämpfen. Stoßgebet, dass die Granaten zumindest etwas erwischen. Und dann wird reingestürmt wie bei Rainbow Six und der Rest erledigt. Noch alles ruhig hier, aber sobald wir uns dem Gabelstapler nähern, spawnt die erste Gegnerwelle. Ja, und die Ninjas bekommen Raketen zum Frühstück. Und die zweite Welle, bestehend aus mehreren zornigen Damen, spawnt, sobald wir das kaputte Geschütz betreten. Ich persönlich verwende ungern die Kanone in diesem Kampf, lieber sicher strafend durch den Raum und alles in die Luft sprengen. Die Kanone brauchen wir trotzdem, um die Kisten vor der Tür hier wegzusprengen. Und falls ihr kein Repair-Kit habt, um das Geschütz zu reparieren, findet ihr einen in diesem Raum
Ihr müsst nur hier vom Gabelstapler aus auf die Kisten springen. Und ein weiterer Sprung auf die Kisten links versorgt uns mit massig Muni. Ja, nun machen wir die freigelegte Tür auf. Dahinter warten ein paar Coolies, die ich gern mit Rockets drangsaliere. Der zweite heute ein bisschen schüchtern. Durch das Fenster erhaschen wir einen Blick auf den Kutter. Das gibt uns die Chance, den Kapitän der USS Scylla sicher auszuschalten. Und sobald ihr die blaue Keycard einsammelt, empfehle ich ein paar Schritte nach hinten, denn aus dem Teleporter kommen ein paar Ripper. In dieser Schwierigkeitsstufe glaube ich 5 an der Zahl. Und zum Abschluss eine Schlangenmami. Lockt die am besten in den großen Raum raus, dann könnt ihr sie mit dem Geschütz oder dem eigenen Arsenal niederstrecken. Im Raum mit der blauen Keycard gibt's das nächste sehr komische Secret. Ihr seht die kleine Nische am Boden, dort kommen wir erst hinein, wenn wir die Wand darüber nach hinten schließen. Das geht am schnellsten mit 4 Rockets, dann könnt ihr in die Nische kriechen. So, der erste schwierige Teil des Levels ist erledigt. Und mit der blauen Keycard im Gepäck können wir uns jetzt aufs Schiff machen. Vorne am Bug sind eine Menge Amazonen gespawnt. Da halten wir rein, bis sich nichts mehr, aber auch wirklich nichts mehr bewegt. Die Damen versuchen mir ein paar Stolpersteine in den Weg zu werfen. Die der explosiven Art, das gefällt mir gar nicht. Hier ums Eck warten noch ein paar von der Sorte. Wenn das alles mal erledigt ist, können wir einen Blick auf die massive Bordkanone werfen. Die wird uns gleich noch behilflich sein, aber zuerst machen wir uns auf in den Kontrollraum. Auf dem Weg dorthin noch ein paar Amazonen. Die nächste Reise auf dem Traumschiff werden die nur noch als Leichen mitmachen. Ich umrund das Deck nochmal und halt auch schon nach Goodies. Aber sobald wir die Leiter nach oben klettern, stehen wir vor der blauen Keytüre, die wir nun öffnen. Und jetzt haben wir die Wahl, nach unten oder nach oben. Ich empfehle zuerst hoch hinaus zu steigen, aber Vorsicht, da oben warten ein paar Baby Ripper im Dunkeln. So, nach dem Gemetzel können wir links das Horn blasen. Schöne Spielerei. Und auf der rechten Seite die Bordkanone ausrichten. Und das sollten wir tun, wenn wir das nächste Secret erreichen wollen. Stellt die Kanone auf ca. minus 90 bzw. 270 Grad ein und macht euch dann wieder nach draußen. Von dort aus nach rechts und dem dünnen Steg nach oben folgen. Jetzt können wir uns auf die Kanone fallen lassen und über das Kanonenrohr einen gewagten Jump ins vierte Secret machen. Das Secret kann man übrigens auch mit einem Sidestrafe-Jump von der Plattform aus erreichen. Aber ganz ehrlich, ich bin zu dumm dafür. Und dazu ist genau das Jump in der Build Engine einfach scheiße. Aber egal, wir gehen nun unter Deck. Der zweite happige Teil der Map. Und das wird uns unschwer klar gemacht mit einem Empfangskomitee aus mehreren Rippern. Gut, ist der Pausenraum erstmal zerlegt, machen wir uns auf in die Küche, nehmen die Shurikens und öffnen den Lagerraum. Wer Energie und Uzi-Muni braucht, ist hier genau richtig. Der einzige Weg nach vorn führt nun durch die Tür rechts und dahinter warten einige Ninjas und Coolies. Generell ist in den kommenden Abschnitten Vorsicht geboten, wenn es um die Verwendung von Explosivwaffen geht, da wir durch einige sehr enge Gänge manövrieren müssen und wir es mit massig Gegnermengen zu tun haben. Deswegen auch leichte Ehrfurcht vor diesem Coolie, aber ist der erledigt, gibt es im Arztzimmer links abermals eine Menge Energie abzustauben. Und wenn wir schon mal da sind, spricht eigentlich nichts dagegen, mal kurz den Body Mass Index zu checken. Mach dir keine Sorgen, Lo Wang. Schlimmer als meine McDonald's-Diät kann es auch nicht sein. Wir säubern die Duschen vom Schmutz der Sillas. Auch hier gibt es einiges an Items. Und stellt sicher, dass ihr auch nicht die beiden Spinte hier vergesst. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo hier überall Gegner stehen. Aber ein bisschen Granatenschauer kann nicht schaden, egal wenn es trifft keinen falschen. Liebliche Düfte steigen uns abermals auf den Toiletten in die Nase. Stinkt like dead baboon in here. Welche widerliche Drecksau spült denn hier nicht sein Mittagsgeschäft runter? Nach den ganzen optionalen Räumen jetzt wieder im Pflichtabschnitt durch die Doppeltür, wo einige Amazonen auf ihre finale Abreibung warten. Die können sie gerne bekommen. Ich wusste doch, der ballert so ein feiges Schwein von hinten. Du Made.
So, aber jetzt holen wir uns im Amazonenraum aus dem Wandkabinett die gelbe Keycard. Und das spawnt einen Haufen an Gegnern auf den Gängen draußen. Also mache ich schon mal den dicken Granatenhorst-Einsatz bereit. Jetzt gibt's Schlachtplatte. Da läuft dem Eiser schon das Wasser im Mund zusammen. Sorry, kleiner Insider. Und die eine Sache, die ich an Shadow Warrior am allerbefriedigsten finde, ist der Splatter-Sound zerspratzelnder Gegner. Muh, Handkuss vom Chef. Nächster Stopp in den Kojen. Da herrscht reger Verkehr, aber nur bis Pfarrer Usi von der Kanzlei gepredigt hat. Goodies eingesammelt, die Namensanspielungen über den Spinden bewundert und dann den mittleren Schrank geöffnet. Ancient Chinese Secret. Wo die minderjährige, freizügige Sailor Moon schon auf ein Date mit uns wartet. You could rook in Sailor, babe. Maybe later, Mr. Wang. Ich muss ja nicht alles kommentieren. Okay, nach dieser heißen Szene, gebt mir eine Sekunde, um mich zu orientieren. Genau da müssen wir lang. Ui, Traum-Aim. Vom Profi selbst gelet's played. Hier zuzugucken sollte euch eine Ehre sein. Dem Geist sei Mutter. Genau, hier war die gelbe Keykartentüre. Dahinter ein Loch, in das wir uns fallen lassen. Aua. No power. Der Teleporter hier hat noch keinen Saft. Da müssen wir erstmal die Maschinen aktivieren. Aber zuerst mal aufgeräumt. Also ihr seht, hier läuft einiges an Coolies und Amazonen rum. Ich gehe zuerst nach rechts und aktiviere den Computer, denn der öffnet das letzte Secret auf der anderen Seite. Es fährt ein Computerpanel hoch und wir bekommen Kevlar und Keks. Den Sprung in der Wand nehmen wir uns gleich vor, aber zuerst stellen wir mit dem Schalter hier wieder den Strom an. Power ist hergestellt, dann Loch in die Wand gesprengt, das wird ein Shortcut für gleich sein. Jetzt aber erstmal zurück zum Teleporter und hier links in der Nische nicht die Waffe vergessen, falls gebraucht. Teleporter hat wieder Saft und hier links im Kabinett übrigens noch eine Railgun. Durch den Teleporter, Schalter vor uns aktiviert, denn dann geht unter Wasser ein Tor auf. Wir teleportieren uns zurück, nehmen die frisch freigesprengte Abkürzung ins Wasser und können endlich gen Ausgang schwimmen. Nachdem wir so schnell wie möglich durch die Tunnel getrieben werden, erreichen wir Gott sei Dank wieder Festland und bekommen eine Vorschau auf die nächste Map. Vom Map-Design her wieder ein vorzüglich gemachtes Level, dicker Respekt. Aber es zu spielen, das geht wahrlich an die Nerven. Nicht eins meiner Lieblingslevel, der Bastard hier ist nämlich um einiges schwieriger als es aussieht, sogar in niedrigen Schwierigkeitsstufen. Aber gut, was soll's, die Hürde ist gemeistert, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschö!